Herzlich willkommen bei Festool TV. Mein Name ist Frank und ich darf Ihnen heute die Tauchsäge zeigen. Tja, unter dem Motto, die beste Tauchsäge, die Festool je gebaut hat, kommt jetzt hier die TS55R auf den Markt. 55er Schnitttiefe, maximale Schnitttiefe und das R, ja, das R steht für randnah. Und da sind wir schon beim ersten Merkmal, das heißt, der Deckel hier ist sehr flach gehalten und so habe ich die Möglichkeit, ja, die Wand zum Beispiel als Führung zu nehmen und so den Fugen zur Wand für Laminate, für Parkette oder Terrassendecks zu sägen. Im vorderen Bereich haben wir dann die Möglichkeit, die Schnitttiefe einzustellen, entweder über diese FS-Markierung, das heißt mit der Führungsschiene, oder auch ohne Führungsschiene, bei Arbeiten ohne Führungsschiene, habe ich hier den Schnittzeiger, wenn ich dementsprechend die Schnitttiefe einstellen möchte. Das Ganze dann im hinteren Bereich noch ganz feinfühlig einzustellen über so eine kleine Schraube. Und wenn ich zum Beispiel das Sägeblatt nachschaufe, dann verändert sich ja der Durchmesser des Sägeblattes und kann ich hier die Tiefe ganz fein justieren, um immer wieder den Nullpunkt zu bekommen. Selbstverständlich minus 1 bis 47 Grad schwenkbar das Segment und im hinteren Bereich haben wir noch eine Kleinigkeit, diesen Führungskeil. Ja, früher oder bei anderen Sägen heißt der Spaltkeil. Hier ist schon ein bisschen abgeändert. Das heißt, sie hat zwei Funktionen. Einmal ja, als Spaltkeil zu wirken, sozusagen für die Sicherheit. Und auf der anderen Seite hier ja, die Säge zu führen, wenn ich dementsprechend mit der Führungsschiene arbeite. Wie das genau funktioniert, zeige ich in der Anwendung. Starten wir jetzt mal mit dem ersten Merkmal, das heißt mit diesem flachen Deckel für randnahe Sägen. Ich habe hier mal so ein Muster aufgebaut, sprich ein Terrassendeck dargestellt und ich möchte also diese Fuge hier gleichmäßig 12 mm breit sägen. Das Terrassendeck, das Material ist 28, 29 mm stark, das heißt, ich stelle hier die Tiefe dementsprechend ein über den schnellen Rastanschlag und kann jetzt ja, die Maschine anschließen und diese Anwendung mal durchführen. Man sieht sehr komfortabel, leicht durchzuführen. Ich habe jetzt hier eine gleichmäßige Nut. Zum Arbeiten mit diesem Führungskeil möchte ich noch Folgendes zeigen. Dazu bauen wir das Ganze kurz um. Ich habe jetzt hier als Beispiel eine Bohle, eine unbesäumte Bohle, das heißt, es ist die Waldkante ist noch dran und ich möchte mit meiner Führungsschiene diese Waldkante entfernen. Grundsätzlich sind diese Werkstücke nicht unbedingt jetzt hier 1,40 Meter lang wie meine Führungsschiene, sondern zum Teil 3 oder 4 Meter lang. Und wenn ich jetzt keine solche lange Führungsschiene habe, sondern ich habe nur eine relativ kurze Führungsschiene, mache ich mir vorerst einen Anriss drauf, eine gerade Linie, um zu wissen, wie ich letztendlich die Führungsschiene oder wo ich die Führungsschiene positioniere. Und dann starte ich praktisch mit dem ersten Schnitt. Und wenn die Führungsschiene dann zu Ende ist, muss ich diese ja dann weiterschieben. Und genau dort sitzen wir an. Wir können jetzt also mit diesem Führungskeil diese Nut hier finden. Er taucht praktisch vorher ein, bevor das Sägeblatt kommt. Man sieht es hier. Und wenn ich jetzt praktisch die Nut, die Sägenut gefunden habe, richte ich das Ganze über die Länge meiner Führungsschiene aus und kann jetzt sozusagen den Rest voll durchschneiden. Für das ist der Führungskeil. Also schon mal zwei Merkmale, einmal randnahe Sägen, dann zum anderen mal Arbeit mit dem Führungskeil und natürlich habe ich die Möglichkeit, verschiedene Zubehörteile aufzusetzen, um hier ja, effektiver abzusaugen, bei zum Beispiel Gipskartonplatten oder aber auch dieses Teil noch zu nehmen für Schattenfugen, wenn man Schattenfugen sägen möchte, bis 46 mm. Auf der anderen Seite gibt es hier noch einen Parallelanschlag. Auch dieser
kann ich hier aufsetzen, um hier parallele schmale Schnitte durchzuführen. Das Ganze ist drehbar und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Tischverbreiterung herzustellen, um auch mal von der anderen Seite dementsprechend arbeiten zu können. Ich denke, eine gelungene Säge, die hier dem Handwerker mit Sicherheit viel Freude bereitet, um hier ja, wirtschaftlicher, schneller arbeiten zu können, seine Anwendungen durchzuführen. Ich freue, oder anders gesagt, ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal bei Festool TV. Ihr Frank.